Master Game Studios präsentiert The Elder Scrolls 5 Skyrim. So vielen Jahren. Endlich. In einer leicht verbesserten Version, doch dazu ein wenig später. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sorengarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Ich komme aus Rohrigstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Ach, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand gespielt. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Bilot immer noch seinen Wacholderbärenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum? Ich will mir die Soldaten ansehen. Ins Haus, sofort. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Endstation. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die... Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Raloff von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. So trete ich. Wer seid ihr? Und das ist eine gute Frage. Jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen
bei Skyrim. Nach nur ungefähr 9 Jahren komme ich auch endlich mal zum Spielen und ich habe ja gesagt, 2019 fangen wir noch an. Aber jetzt erst erstellen wir erstmal einen Charakter und das mache ich aber in einer separaten Folge. Moment. So, da sind wir wieder zurück. Wie gesagt, ich habe die Charaktererstellung in einer separaten Folge gemacht und wir brauchen jetzt noch einen, nur noch einen Namen für unseren Gefangenen. Ich hatte zuerst an Ulf gedacht, weil das passt eigentlich zu diesem nordischen Dingens. Aber weißt du, welcher Name auch zur nordischen Mythologie passt und generell zum Nordischen? Ich habe da so eine ganz bescheidene Idee, die ich jetzt einfach mal mache. So, ich nenne ihn einfach Erik. Wann sonst habe ich mal die Gelegenheit, eine Spielfigur so zu nennen? Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Mm. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ungerne, wenn ich ehrlich bin. Höchst ungerne. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der 8 Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zalunter Nord, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Mhm. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ja, gut. Bringen wir es hinter uns. Was soll's? Bin euer Pissdorf eh leid. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Eltern, ein Drache. Wie ist das möglich? Ich soll auch rüberspringen? Schiebo-Nivo! Ja. Au! Ah. Arming, ihr müsst hierher kommen. Los! Junge, das macht ihr sehr gut. Nicht das Kind!
das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Admiral. Okay, du führst, ich kenne mich hier nicht aus. Bleibt nah bei der Wand. Gute Idee. Schon ganz cool. Aber ich sollte hier wirklich weg. Ich komm. Entschuldigung. Heilige, ist er gerade auf mir gelandet? Diesmal haltet ihr uns nicht. Schön. Ich bringe euch alle nach Bogengarde. End of the Keep. Wir sollen entweder Hadvar oder Ralo folgen, also entweder da lang. Oh. Ich gehe mal zu den Sturmmänteln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das später alles, wie es jetzt auswirkt, kann ich nicht sagen. Ich komme sofort. Macht aber nicht so viel der Drache, ne? Oh, gut, jetzt hat er gerade einen aufgegessen. Okay. Let's go. Los, weg hier. So. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Wie ist er denn gestorben? Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Das wäre echt super. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Gut. Durchsuchen, Gunja. Ne? Stiefelchen und Rüstung und eine Axt. Nehme ich alles? Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Drücke Tab, meine Magie, meine Fertigkeiten, Objekte und Karte. Ich gehe erstmal in die Objekte und leg mal die Sachen an, die wir haben. Einige Sachen sind leider wegen der Motze wegen Englisch, aber es war auf jeden Fall, falls ich es nicht schon erwähnt habe, es war auf jeden Fall das kleinere Übel. So, warte mal. Dann hier. Wir brauchen einen Weg hier herauszufinden. Ja. Die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Aber wir reden ein wenig später. Über die Mods und alles. Verdammt! Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Tja, dann mach doch von der anderen Seite auf. Achso. Kommt schon, die Kaiserlichen! Entdeckung! Hey! Das sind die entflohenen Gefangenen. Aha. Moin! Ach, Rallo. Entschuldigung. Vielleicht hatte ja einer den Kaiserlichen den Schlüssel. Am meisten freue ich mich schon darauf. Hier stehen wir nun mit einem Schlüssel. Wollen wir mal sehen, ob er diese Tür öffnet. Ich bin eine richtige Elfe. Können wir die auf Fackeln setzen und die brennen dann? Nee, okay. Gut, ich komme. Später haben wir noch ein bisschen Zeit dafür. So. Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen... Da ist ein guter Plan. Ja, was denn? Geh doch vor.
bisschen amok. Ja, Moment. Imperial, ehrlich gesagt, davon haben wir schon. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder... völlig überlaufe. Alto, ja gut, Weinchen können wir mitnehmen. Basket. Ich muss mich zügeln. Ich darf nicht alles mitnehmen. Aber ein Kaninchen kann man ruhig mal nehmen, oder? Rohe Kaninchenkeule und hier nochmal Pheasant Breast. Fasanenbrust nochmal mitgenommen. Kessel nehme ich nicht mit. Ich schaue mich hier mal um. Da drüben gibt es ein Tränkchen. Zaubertrank der geringen Magiker. Und hier noch Zaubertrank der kleinen Heilung. Und natürlich noch ein Weinchen. Das ist auch ganz gut. Aber ich glaube, Salz werden wir bestimmt brauchen, oder? Ein Brot ist auch gut. Aber den Kessel nehme ich nicht mit. Jetzt habe ich doch den Wein wieder mitgenommen. So. Durchsuchen. Nichts drin. Doch. Aber nichts Spannendes. Ein Holzteller. So, Leopardenfältchen könnte man bestimmt gut verkaufen. Oder dieses wunderschöne Bild könnte man wahrscheinlich auch gut verkaufen, aber leider. So, neben Basket. Hier gibt's noch ein bisschen Salz. Was haben wir da denn drin? Ein paar Eier. Oh nein, jetzt habe ich einen Korb genommen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Großer Sack. Nein. Was? Großer Sack Erik. Okay. Gut, kann ich mit leben. Wurde schon schlimmer beleidigt. So, durchsuchen Fass. Was haben wir denn hier? Zaubertrank der geringen Ausdauer, Magiker und kleine Heilung. Nehme ich alles mit. So, haben wir es dann? Fertig? Ja. Dann gehen wir weiter. Blut. Weggelaufen. War Jarl Ulfric bei euch? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Es sieht... Ganz kurz die Bücher, ne? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie ich das mit den Büchern mache. Ich würde die gern alle lesen, aber ich glaube, das machen wir lieber in Sonderfolgen, oder? Und je nachdem, wie lange ein Buch ist, ich weiß nicht, ob man dann pro Buch eine Folge macht. Die sollen sehr, sehr lang sein. Es soll sehr, sehr viele Bücher geben. Ich habe Angst. Es ist, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Na ja, gut. Dann wollen wir mal knacken. Benutze Maus, um den Dietrich zu drehen und W, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Okay, also... Ja, okay, damit kann ich leben. Das kriegen wir hin. So, Zaubertrank und Zauberbuch Funken. Oh, und hier sind noch ein paar Goldstücke, die sieht man kaum. Durchsuchen Magier, was hat er dabei? Magehood, das braucht man nicht. Auf Regeneration, Wert. Oh, verkaufen, kann man das bestimmt gut, ne? So, Zaubertrank. Ja, lass mal den liegen. Der ist doch eh tot, der braucht das nicht. Kann ich nicht mit I schneller ins Inventar? Ja, das geht. Oh, Mist, da ist die Maus wieder raus aus dem Bildschirm. Imperial, ich würde gerne das Schwert ausrüsten. Und statt diesen komischen Feldingern würde ich mir gerne die imperiale Rüstung aufsetzen. Einfach nur, ich hoffe, die ballern mich jetzt nicht weg. So, aber ich glaube, damit sind wir ein bisschen stabiler unterwegs. Und jetzt haben wir hier das Buch vom Drachenblut. Von Prior Emelene Madrin, Orden des Talos, Weinon Priorei, Jahr 360 der dritten Ära, 21. Jahr der Herrschaft. Und das sind die Bücher, mit denen wir es hier zu tun haben. Wenn ich das jetzt... Ne, also ich finde das, gerade fürs Intro, finde ich das ein bisschen hart, wenn ich das jetzt hier jetzt vorlesen würde. Da würden wir bestimmt ein bisschen länger stehen. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Wir leihen uns das mal aus. Und da liegt noch ein Buch, wie ich sehe. Wie gesagt, Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs, Band 1. Wie gesagt, wir würden jetzt hier einige Zeit stehen. Ich glaube, wir müssen die Bücher auslagern. In besondere Folgen, wenn wir zu Hause sitzen... Housing soll es ja geben. Und dann ganz gemütlich unsere Bücher aussortieren.
dann können wir auch keine Lesestunden machen. Hoffe ich. Iron Mace, Schaden 10. Oh. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs, Band 2. Heidewitzka. Durchsuchen Folterer, der hat nichts dabei, Stildegger, Folterknecht. Haben die kein Geld dabei? Verdienen die hier nichts? Würde die Tasche gerne mitnehmen, damit wir mehr Inventarplatz haben. So, weiter geht's. Ralof, bist du fertig? Wo ist er hin? Wahrscheinlich hinter mir. So. Durchsuchen, Knochenmehl, vielen Dank. Soldat der Sturmmäntel. Bin irgendwie froh, dass ich mich den Sturmmäntel angeschlossen habe. Ich weiß nicht warum, das Rebellische liegt mir immer so ein bisschen. So, Knochenmehl und ein paar Septime. Hm. Weiter geht's. Ergeben. Ist das schlimm, und ja trotzdem motiviert aufzuhören? So. Eisenpfeil. Pfeil nehme ich mit und einen Bogen vielleicht auch, ne? Kann man bestimmt brauchen. So, Pfeil. Ich werde Wache halten, für den Fall, dass Ulfric hier durchkommt. Sehr gut. Halte mal Wache. Eisenpfeil. Schön hier, ne? Oh ja, ich bin übel drauf. Die Spinne hat uns nichts getan, ich habe sie einfach getötet. So übel bin ich drauf. So, okay, weiter geht's. Ist immer noch die Intro-Szene. Ich würde gerne Magie. Flammen. Ah, okay. Bitte mal alle aus den Flammen gehen. Kommt ein bisschen spät, hätten wir vorher machen sollen. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie es geht. Links Schwert, rechts Flammen. Prima. Mal sehen, wo das hier hinführt. Hab keine Ahnung. Ich sehe Tageslicht ein bisschen. So. Blocken kann ich jetzt nicht mehr. Kann ich eigentlich... Geht das? Nee, ne? Oh. Dann kommen wir nicht mehr zurück. Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Ja, sicherlich, weil es gab ja sehr viele Wege nach draußen, wie man gesehen hat. Schade, ich hätte gerne die Schalen angezündet gerade. Und wenn ich mit Feuerhand, ist ja Magie, ne? Die geht nicht aus, wenn ich mal kurz in der Wasserfall stehe. Was wäre es sonst für eine lächerliche Magie? Gibt's hier irgendwas, wenn ich jetzt hier... Hier drüben! Komme! Entschuldigung! So. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Ja, lass mal gucken. Oh, okay, keine Feuerbälle. Schön brutzeln. Na, du kommst zu spät. Diese verdammten Biester. Wer tut es nicht? Wir haben viel zu viele Augen.
aber die sehen sehr gut dadurch. Und Optiker verdienen sich eine goldene Nase. So, Frostbite Venom. Durchsuchen Spinnennetzbeutel, Skiva-Schwanz. Spinnennetzbeutel, nochmal Skiva-Schwänzchen. Wen haben wir hier? Sieht nach Mensch aus, mobilisierte Leiche, Lockpick, zwei Lockpicks, cool. Kann ich eigentlich... Oh, das geht. Und wenn ich da, zufälligerweise... Ich meine, es sieht ja aus wie Eier, ne? Brennt sogar ein bisschen, aber ich glaube, das ist einfach nur... Ist einfach nur Effekt. So, wir haben sie alle gerettet. Sie werden alle leben. Okay, gut. Also ich probiere mich gerade noch ein bisschen aus, ne? Nicht wundern. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Diese weißen Reflexionen, die sind noch ein bisschen too much. Da muss noch ein bisschen pegeln. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Ja, da hinten. Der möchte ich mich jetzt lieber nicht annehmen. Ich auch nicht. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Gleich. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Ich bin gerade ein bisschen aufgewacht. Fast da. Das war knapp. Gut, dass wir genau in ihre Futterkammer gegangen sind, ist bestimmt ein Vorteil. Okay, weiter geht's. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ja dann, los! Oh, sieht das cool aus. Ziel Himmelsrand. Ich glaube, wir sind entkommen. Wartet! Ist der Drache noch da? Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Das ist wahr. Und damit noch einmal herzlich willkommen bei Skyrim. Und jetzt geht es erst richtig los. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.